Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu Dragon's Profit! Und in der letzten Folge hatte ich versprochen, dass wir heute wieder Quests machen. Und das werden wir auch. Wenn ich den Weg wieder runter finde. War das der Fahrstuhl? Ich bin der Meinung, das war mal ein... Oder das ist der Fahrstuhl, aber... It's not open. Sag mal, ist Halloween oder was? Stehen hier Kürbisse noch rum. Sehr mies. Ich hab schon wieder alles verpasst hier. Okay. Was möchte denn die junge Dame hier? Danke, dass ihr dieses Jahr am Urschattenfest in Windermere teilnehmt. Das jährliche Fest findet am schönen Kriegstonensee statt. Auch wenn ihr nicht vorhabt, teilzunehmen, könnt ihr trotzdem die Landschaft der Kriegstonensees genießen. Mit unserem gescharterten Pferdekutsche oder mit dem Luftstift. Wir werden euch direkt zum Kriegstonensee bringen. Ihr werdet sehen, dass sich diese Reise lohnt, sobald ihr die kühle Brise in eurem Gesicht und die Macht des Kriegstorns spürt. Das, nehme ich doch glatt mal an. Das hört sich nach dem Plan an. Mal gucken, ob dieses, geniale Luftschiff hier auch irgendwann mal ablebt. Da bin ich jetzt mal, dezent gespannt, was da passiert. Denn, ne? Und so. Aber irgendwie bin jetzt auch nicht so der Mensch, der so völlig geduldig ist. Great Dragons, be with you. Aha. Okay. Ja, so geht's natürlich viel einfacher. Ist natürlich vom großen Vorteil, wenn das so einfach geht. Vielleicht sieht man ja auch mal wieder was Neues. Was Neues zu sehen ist manchmal gar nicht so verkehrt. Also ich finde das immer ganz interessant. Besonders so bei Spielen, wenn man bei MMOs, ist es immer so, dass man recht lange in einem Gebiet verweilt. Und man nur das eine sieht. Und das ist dann doch immer sehr langweilig. Und so, wir sind jetzt hier im Urbschattenfest findet Kriegstorn Priester Percy. Okay, ich muss diesen... Der Wettbewerb beginnt in 10 Minuten. Alle Teilnehmer bitte bereit machen. Jawohl. Dran teilnehmen tun wir jetzt noch nicht. Wir versuchen erstmal, den Priester hier irgendwie zu finden. Wo ich noch keine Ahnung habe, wo der sein soll. Der weiße Drache ist schön. Und ich sehe doppelt, der hat zwei Köpfe. Da bin ich bescheuert. Nee, der hat wirklich zwei Köpfe. Krasse Scheiße. Irgendwie sieht das aber sehr, gerade ein bisschen sehr verschwommen aus, habe ich so das Gefühl. Wenn ihr das Gefühl auch habt, dass es relativ verschwommen aussieht, besonders beim Drehen, dann schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, nicht, dass ich hier auf komischen Einstellungen spiele und das sieht ja nicht ganz so Bombe aus. Wenn ihr sagt, ne, sieht doch ganz normal aus, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, das sieht sehr... Da ist der. Da war ich doch die ganze Zeit. Vor allem, wo sind wir?
Okay. So, der ist hier irgendwo. Schieß mich tot, wo? Da in dem Boot vielleicht. Da hinten komme ich lang. Nee, ich habe mal ein AMD-Grafikkarten-Update gemacht, was es irgendwie seit der E3 gibt. Und der stellt die Spiele auf optimale Grafikeinstellungen ein. Was er natürlich auch bei Dragon's Prophet gemacht hat. Was natürlich wundervoll ist. Aber ich mir auch unsicher. Das ist verschwommen. Ich muss das nachher mal abchecken. Was da los ist. Und eventuell die Grafik wieder zurückstellen, weil das sieht echt nicht schön aus. Tut mir leid, wenn es wirklich für euch auch so rüberkommt. Ist eine Folge in der zweiten, in der nächsten Aufnahme. Versuche ich dran zu denken, dass ich die Grafik umstelle, also danach, nicht, dass ich gleich im Nachhinein wieder weiter aufnehme. Wenn es doch so sein sollte, verzeiht mir. So, wir brauchen Wasserpests und Satan schafft da blablabla. Oh, Alter, das sieht. Oh. Und hast du eine optimale Grafikeinstellung? Ich bin mir da sehr unsicher. Ah, Alter, leck mir, Alter, das steht. Oh Gott! Lecco mio, du. Das ist ja. Ja! Was war das denn jetzt? Alter, das ist doch. Also, wenn das optimale Grafikeinstellungen sind bei AMD, dann Halleluja, dann weiß ich auch nicht weiter. Also, so ein Scheiß hatte ich ja noch nicht. Aber was mich mal so nebenbei interessieren würde. Wie ich denn auch wieder zurückkomme. Aber das gucke ich dann offscreen. Also nicht wundern, wenn ich irgendwann in irgendeiner Folge wieder da bin, wo wir herkamen. Und, oh Gott, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, das ist halt widerlich. Und ihr euch dann wundert, wie kommt denn der da hin? Ich werde wahrscheinlich irgendwann in Offscreen mal gucken, wie wir wieder zurückkommen. So dass man, dass ihr da, dass ich hier nicht 3 Folgen lang suchen muss. Und ja, Urschatten, Wasserdrache, Wasserpest. Wer ist das hier? Achso, das ist seiner, okay. Ich würde ihn gerade angreifen. Weil ich nur noch keine Ahnung habe. Steht das eigentlich auf der Karte? Ich bin mitten im Gebiet. So viel steht fest, aber das Gebiet ist verdammt groß. Alter, leck mich am Anus. Hier ist, aber auf der Karte sieht auch nichts. Bisschen näher ran zu mir. Steht aber auch nichts, wie man wieder zurückkommt, ne? Hallo? Ist ja schön, dass er immer nur darauf zoomt, wo ich bin. Das ist ja klasse. Ich bin eigentlich auch der Meinung, man konnte mal die Karte bewegen. Irgendwie geht das gerade nicht. Entweder durch ein Update oder ich stelle mich einfach mal wieder zu blöd an. So wie des Öfteren. Da kann es, stelle ich mich hier öfters mal ein bisschen blöd an. Ah, hier.
Alter. Das ist ein Schaf. Was hält denn ein Schaf aus? Alter, lecko mio. Dafür, dass es ein Schaf ist, macht das aber eine Menge Schaden. Muss ich ja mal dazu sagen. Davon soll ich 5 machen? Aber oh, wollt ihr mich verarschen? Ach so. Ne, lass uns mal ganz normal wiederbeleben. Alter, was ist das denn für ein Schaf, bitte? Ich hab gar nicht geguckt. Ich schmeiß schon meine Stifte durch die Gegend. Ich hab gar nicht geguckt, was das Schaf für ein Level hat. Fällt mir gerade dabei auf. 40! Ah, geil! Ah ja. Gut. Also wir sind hier oben gestartet. Sind jetzt hier unten. Und ich würde jetzt mal so behaupten, so leichtgläubig wie ich bin, das hat mal gar keinen Sinn, wenn wir hier weiter sind. Und die Grafik stört mich sowas von abartig. Ey, dieses so verzerrtes, verschwommenes Bild die ganze Zeit. Ist echt abartig, ne? Aber, ach du Scheißendreck. Ah, ist ja super. Ich dachte, jetzt kann man sich ja hier mal was kaufen. Aber es ist anscheinend alles über meinem Level. Hier ist ein Bogen. Level 45, okay. Hier war noch ein Bogen, hier. Level 41, okay. Ich sage ja, das Gebiet ist anscheinend, oder nicht nur anscheinend, sondern ist absolut nichts für uns. Ah, Mann! Boah, Alter, ist das ekelhaft, dieses verschwommene Bild. Ich muss das dringend umstellen. Also, es tut mir ja leid, wenn die Erfolge ein Ticken kürzer ist. Aber das geht gar nicht. Ich überlege gerade, ob ich da mal runtergehe zum Hafen. Mal gucke, ob ich denn da wieder nach Hause komme. Weil das geht absolut gar nicht klar. Erstens, das Gebiet ist absolut überhöht. Hätte mir eigentlich auch beim Ausrufezeichen schon auffallen müssen, wo das rot war. Von daher mal gucken, dass wir jetzt irgendwie zum Hafen kommen und vielleicht wieder nach Hause kommen. Solange, dann ja, super, diese. Oh, scheiße. Fuck. Die sind auch wesentlich drüber über. Oh, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich bin auch gleich wieder tot. Wie das aussieht. Weil ich bin hier anscheinend im. Oh, Alter. Leco mio. Ja, ich bin anscheinend ein wenig falsch in dieser Stadt. Weil hier sind alles, was hier rumläuft, sind Feinde.
Ich will da lang. Wie gesagt, ich kenne die Stadt nicht. Die Stadt ist mir völlig unbekannt. So, wir springen jetzt hier einfach mal rüber. Ich habe auch das Gefühl, dass wir aus dieser Stadt nicht so einfach rauskommen, um zum Hafen zu gelangen. Ich gehe davon aus, dass ich eigentlich aus dieser Stadt raus muss und einmal außen rumlaufen muss, beziehungsweise fliegen muss. Gottes Willen. Ich reite mich aber auch jeder mal selber in so Shit. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht hier. So, da können wir mal lang. Gucken, wo wir hier hinkommen. Das sieht aus wie ein Hafen. Alter, oder auch nicht. Doch, hier sind Schiffe. Das sieht aus wie ein Hafen. Schon mal gut, wir sind schon mal am Hafen. Jetzt müssen wir nur noch ein Boot finden oder eine Person oder was auch immer, der uns at home bringt. Und so wie ich mein Glück kenne, finde ich keinen. Aber nur so wie ich mein Glück kenne. Folge ist eh wahrscheinlich gleich zu Ende. Da ist er auch. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ist er wirklich. Und dann werde ich meine Grafikeinstellung dafür mal wieder umstellen, damit man dieses verschwommene Bild nicht hat. Und dann werde ich offscreen den Weg nach Hause suchen, damit wir hier nicht wieder 3 Folgen rumlaufen und nicht wissen, was wir tun sollen und dementsprechend auch keine Ahnung haben, weil hier geht es anscheinend auch nicht wirklich irgendwo hin. Bin zwar hier, doch da, Luftschiffmeister. Wo ist der denn? Ist das immer... Huch! Ich bin dann immer so gewöhnt, die rechte Maustaste zu halten, um, Mann! Um die Kamera zu drehen, obwohl das ja totaler Schwachsinn ist. Ach so. Ach so, das Ding ist gerade oben. Okay. Wir gehen mal zurück. Hallo. So. Damit wir hier nicht zerquetscht werden, wenn das Ding runterkommen sollte. So, das Ding kommt runter. Wir können oben drauf. So. Und dann gucken wir mal, was oben ist. Also zum Unterwelthafen sollten wir definitiv kommen. Da waren wir ja auch schon. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir hingehen. Oh, jetzt geht's nach oben. Oh Gottes Willen hier. So, wir sind oben. Wir haben hier ein Luftschiff. Aber kein Luftschiffmeister. Den ich anquatschen kann und der mir dann sagt, wo das jetzt hier, an welche Stelle das jetzt hier geht. Das ist auch Interaktion. Ja. Okay, super, toll, klasse. Bin völlig begeistert von euch. Himmelsdrachenritter. Was willst du eigentlich? Himmelsdrache bringt mich nach. Okay. Ich glaube, ich sollte erstmal suchen, wo ich überhaupt direkt hin muss. Lufthafenmeister. Eine Handelsvereinigung Anspruch nehmen können, wenn wir Unterwelthafen. Okay. Der fliegt schon mal nach zum Unterwelthafen und der geht irgendwie nach Art. Ticia oder wie das... Naja, ist ja auch real. Wie gesagt, das werde ich gleich nachgucken. Ich werde erstmal die Grafikeinstellungen wieder ändern, damit das wieder halbwegs normal aussieht. Und dann werde ich nach Hause fliegen, weil das Gebiet ist einfach zu krass für uns.
Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Es tut mir leid, dass es doch nicht so passiert, dass es doch nicht so geklappt hat, wie ich mir vorgestellt habe. Aber ich hoffe, ihr könnt mir Zeit. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Wir sehen uns dann. Bis dahin, euer Schröti. Ciao! Willkommen auf meiner neuen und wunderbaren Endcard. Ja, die Folge ist leider schon wieder vorbei, wie ihr merkt. Die Grafikeinstellungen werde ich definitiv gleich noch ändern, damit das Ganze auch wieder normal und schön aussieht. Das ist ja katastrophal, das sieht ja aus, als wenn wir eine Flasche Wodka intus haben. Ja, ansonsten gab es in der Folge nichts. Wir haben wieder, wir haben eigentlich Quests, aber auch denn doch nicht, weil sind ein wenig zu stark für uns. Und ja, unten seht ihr noch meine ganzen Social Media Links, die ich habe. Und schrödinieren könnt ihr mich auch, was im Endeffekt nichts anderes ist als abonnieren. Von daher, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ciao!